Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Kamm Inn in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute während der langsamen Öffnungsschritte aus dem Lockdown hinaus an die Menschen in den Gefängnissen, hier bei uns in Deutschland, aber auch überall auf der Welt. Wir denken an die Verurteilten und auch an die, die im Untersuchungsgefängnis sind. Wir denken an die jungen, straffällig gewordenen Menschen und auch an die Langzeitinhaftierten. Wir denken an die ungerecht Verurteilten, an die, die mehr Opfer politischer Strukturen wurden. Wir denken an die, die in Gefängnissen leiden, körperlich, psychisch oder auch seelisch. Wir denken auch an die, die die Gefangenen betreuen. Wir denken an die Menschen aus dieser Gruppe, die versuchen auch noch das Gute zu sehen und sich dementsprechend verhalten. Wir denken auch an die, die ihre Macht missbrauchen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.